Herzlich willkommen zu unserem Let's Show Uzockt is XCOM Teil 2. Teil 1 der XCOM-Reihe Unknown Enemies kam 2012 auf den Markt und war ein Mega-Hit im rundenbasierten Echtzeit-Strategiespiel-Bereich. XCOM 2 ist nochmal um einiges vielfältiger und auch richtig cool zum Zocken. Ich habe es auch schon durchgespielt einmal. Ja, und ich dachte mir, wir nehmen das auch mal in unseren Bereich der möglichen Let's Plays, die ihr natürlich auswählen könnt, auf und schauen uns das Ganze mal an. In der heutigen Folge machen wir mal das Tutorial durch, um einfach mal zu sehen, ob euch das Spaß macht. Es kommen auch ein paar Videoelemente vor, die euch das Spiel näher bringen sollen. Um was geht's? Storymäßig geht's darum, dass die Aliens die Erde besetzt haben, hier in Teil 2 schon Ziel erreicht, also Erde ist besetzt und dass die Menschen unterdrückt unter der Alienrasse fungieren und leben können. Aber nur zum Zwecke der Aliens und zur Ausbeutung natürlich. Das Ganze wollen wir mit einer kleinen Rebellengruppe, unserer XCOM-Einheit, natürlich wieder rückgängig machen und die Welt wieder zurück an uns reißen. Schauen wir uns das Ganze doch gleich mal im Modus für das neue Spiel an. Wir starten mit Recruit, weil ihr natürlich, denke ich mal, wenn ihr neu seid, auch mit Recruit starten werdet und wollen natürlich das Tutorial spielen, damit wir mal so eine kleine Einweisung in das Spiel bekommen und dann kriegt ihr auch einen ganz guten Überblick erstmal. Los geht's. Die Spannung steigt und Stadtzentren auf der ganzen Welt bereiten sich auf die Feierlichkeiten zum 20. Einheitstag vor. Auf dem Platz der großen Übereinkunft feiern Tausende die Gründung der Advent-Koalition. Gemäß der Versprechen an die Menschheit werden bis zum Ende des Jahres 12 neue Gentherapiekliniken in ausgewählten Städten eröffnet. Trotz des versuchten Angriffs einiger Randsubjekte wurden die Operationen in der Pariser Einrichtung zum Glück nicht beeinträchtigt. Als Antwort auf den grundlosen Angriff kurz vor unserer geliebten Feier richtet der Redner einige Worte an uns. Einige Dissidenten wiederholen sämtliche Fehler der alten Welt. Während wir einen wohlwollenden Erlöser feiern, der nichts als Freundschaft und Mitgefühl anbietet. Und doch könnten diese trivialen Taten niemals das Band zwischen der Menschheit und den Ältesten durchtrennen. Friedenstruppen haben vorsorglich bereits mehrere landesweit bekannte Kollaborateure verhaftet. Advent versichert allen Bürgern erneut, dass die heutigen Feierlichkeiten wie geplant stattfinden werden. Perfekt. Alle verdächtigen Vorkommnisse der nächsten Friedenstruppe zu melden. Gemeinsam können wir ein besseres Morgen erschaffen. Gleich in Position. Sie hatten recht. Heute sind sie wirklich voll beschäftigt. Konzentration. Los geht, Crusher. Noch 60 Sekunden. Normalerweise bin ich selber sehr gern auf Partys, aber diese Party, liebe Leute, müssen wir definitiv crashen. Verstanden. Rücke vor. Und los geht's. So, jetzt kriegen wir natürlich alles erstmal erklärt. Also wir sollen uns mit dieser Figur, mit Orsay heißt er glaube ich, hier hinbewegen.
Die hervorgehobenen Positionen, um die Soldaten zu bewegen, sehen wir immer hier als Vorsprung. Ne? Und wir gehen mal mit dem rechten Mausklick dahin. Einheitenfahne. Die Einheitenfahne zeigt die Gesundheit der ausgewählten Soldaten sowie seine verbleibenden Aktionen an. Soldaten erhalten 2 Aktionen pro Runde. Ozai verfügt nun nur noch über 1 Aktion, ja klar, weil wir uns gerade zu der Deckung begeben haben. Aber hier bin ich ungeschützt. Besser als nichts. Aber vielleicht finden Sie weiter vorne eine bessere Position. Sieht nach voller Deckung aus da vorn. Warum sagen die das? Ganz einfach, aus dem Grund, weil hier nur Halbdeckung ist. Man sieht es an diesen Schilden, ist nur zur Hälfte voll. Hier, wenn wir uns vorne sind, was uns vorgeschlagen wird, sieht ein volles Schild. Das heißt, wir haben hier volle Deckung und bewegen uns mal mit der 2. Aktion dahin. Crusher 2, dranbleiben. Bleiben Sie bei Crusher 1. Ein Soldat kann weite Entfernungen mit einem Sprint überwinden. Diese brauchen beide Aktionen des Soldaten. Ja, das ist klar. In dem Fall wäre das so. Ihr seht hier die gestrichene Linie. Wenn wir die überschreiten, haben wir die 2. Aktion auch an Bewegung mitverbraucht. Das machen wir in dem Fall mal und laufen hier in die volle Deckung rechts. Aber verstanden. Ich dachte, die Sicherheitsvorkehrungen sollten leicht sein. Bleiben Sie im Schatten, bis alles vorbereitet ist. Wir haben nur diese eine Chance. In den Schatten. Ja, Verborgenheit. Der Trupp ist zu Beginn der meisten Einsätze verborgen. Nutze Verborgenheit, um Hinterhalte einzurichten. Wenn einer deiner Soldaten entdeckt wird, verlieren alle Soldaten die Vorteile der Verborgenheit. Das ist klar, wenn ein Trupp entdeckt wird oder ein Einzelner, dann fliegt man relativ schnell komplett auf. Ja, Peter Ozai soll sich jetzt da vorne in die Halbdeckung bewegen, relativ nah schon an den Gegnern. Wir aktuell noch nicht sehen, aber wahrscheinlich gleich mit der Bewegung hier vor. Und das ist wieder eine Vollaktionbewegung, das heißt, danach bleibt uns nichts mehr übrig. Okay. Kleinen Moment, liebe Leute. Jetzt. Bleibe unten. Gehen Sie nicht zu dicht dran. Sonst werden Sie entdeckt und unser Vorteil ist dahin. So, Ana Ramirez darf jetzt auch mal vorrücken. Wie hier unten rechts steht, müssen wir noch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht auf die Felder kommen, die hier rot beschrieben sind. Das ist nämlich dann das Sichtfeld der Feinde und dann sind wir sofort aufgeflogen und entdeckt. Das wollen wir vermeiden. Wir brauchen den Überraschungsmoment. Überzahl sein, aber wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Hoffentlich reicht das. Ich sollte dem alten Mann danken. Sie und ich. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Wir müssen die verbleibenden Soldaten ausschalten. Ich hab sie im Visier. Angriffserlaubnis. Tun Sie's. Ja. Wie sollen sie attackieren? Wir haben jetzt hier 4 Gegner zur Auswahl. Hier seht ihr immer die prozentuelle Wahrscheinlichkeit, dass wir den Gegner treffen und die verschiedenen Optionen, so RPG-mäßig, wie man es ja bereits aus anderen Spielen kennt. Drücken der Eingabe oder der linken Maustaste über eine Aktionsschaltfläche, um die Steuerung für den taktischen Kampf zu aktivieren. Klicke auf Waffe abfeuern oder drücke Eingabe, um den Angriff zu bestätigen. Wir klicken mal auf den ersten Feindkopf. Man kann den Feind auch direkt anklicken. Ich mache es jetzt hier über das Menü. Wir sehen, wir haben 68% Chance, ihn zu treffen und verbrauchen hier unten einen Munitionsbalken unseres Sturmgewehrs. Los geht's. Also für den ersten Kollegen war es das schon mal. Menes 1 ist im Spiel. Und jetzt sind wir entdeckt und aufgeflogen. Klar. Verborgenheit verlieren. Der gesamte Trupp verliert Verborgenheit, wenn ein Soldat einen Feind angreift, ein Fenster eingeschlagen oder eine Tür aufgetreten wird, ein Soldat flankiert wird oder ein Erkennungsfeld betritt. Das haben wir bereits vorhin besprochen. Dankeschön. Sie können sie jetzt sehen. Wie wäre es, wenn sie erst schießen und dann feiern? Kein Problem. Ja, wir sollen jetzt mal mit unserer Ana Ramirez hier vor hinter das Auto rücken. Es wäre nur eine halbe Deckung.
Und dann schauen wir mal, ob das gut geht. Ich schätze Ihren Mut, aber Sie sind gefährlich nah dran. Vorsicht! Jawohl. Wir können auch mit der Tastatur auf 1 hier übrigens zu den Schaltflächen unten gelangen, zu den RPG-Schaltflächen. Und wir sehen, 63 ist das Beste, was wir kriegen können. Es ist immer prozentual aufgereiht. 63, 38, 35, ihr seht, also immer die erste ist die beste Wahl wahrscheinlich. Es sei denn, es geht mal in der Situation taktisch nicht anders. Genau, man kann auch mit Tab, steht unten nochmal, die Feinde wechseln. Wir wollen es nicht, wir bleiben beim ersten und knallen dem mal eine Salve rein. Und tschüss, du Penner. Sie notieren die Abschüsse, richtig? So leicht kriegt ihr mich nicht. Und das war's leider für unsere Lady Ramirez. Nein! Menes 2 ist am Boden! Sie ist tot! Verdammt! Solche Risiken dürfen Sie nicht eingehen. Auf die Flanken achten! Ihr wollt es auf die harte Tour. Okay. Die könnt ihr haben. So, somit bringen wir mal USA in Sicherheit. Vorsicht! Nutzen Sie den Vorteil, bevor Sie flankiert werden. Mal sehen, wie dir das gefällt! Nicht gut anscheinend, er ist tot. Genossen. Was zur Hölle sind das für Dinge? Menschen. Zumindest früher. Menschliche Hybridsoldaten. Advents Belohnung für Gehorsam und Treue. Wir kannten die Gerüchte, aber wir wollten sie nicht glauben. Das wollte niemand. Aber das wird sich ändern, wenn wir finden, wofür wir hier sind. Also los! Diese Übertragung scheint durchgegangen zu sein. Ein Advent-Transporter nähert sich ihrer Position. Sie haben sie gehört. Die linke Flanke decken. Jawohl, dann tun wir das auch gleich mal, weil wir sehen, diese rote Markierung, die hier gerade stattfindet, markiert den Bereich, wo das feindliche Schiff die Gesandtentruppen abliefern wird. Bin dabei! Halten Sie die Augen offen und schießen Sie auf alles, was sich bewegt. Soldaten mit aktiviertem Feuerschutz feuern auf die ersten feindlichen Einheiten, die sie in ihrem Sichtfeld bewegen. Aktiviere jetzt den Feuerschutz, um dich auf die Verstärkung vorzubereiten. Das machen wir auch mit dem Soldaten, da haben wir noch eine Aktion übrig. Der Haupteingang ist gesichert. Wir müssen zum Paket vorrücken. Und jetzt geht's auch schon rein ins Gebäude. Durch die Fensterscheibe vermutlich. Wir steuern Central in die Halbvolldeckung. Die Animationen sind auch mal recht cool. Mache ich echt gerne an dem Spiel. Moment. Sie sollten diese Leiche nach brauchbarer Ausrüstung durchsuchen. Wir können jetzt alles gebrauchen. Aber seien Sie schnell. Das Advent-Zeug soll sich angeblich selbst zerstören. Und das tut es auch. Wir sehen es hier. Eine 1 unter dem Griffsymbol heißt eine Runde, bis das Ding verschwindet. Soldaten sammeln automatisch fallengelassene Objekte ein, wenn sie ihre Bewegung innerhalb eines gelben Beutekreises bewegen. Und deswegen gehen wir jetzt da mal hin mit einer Aktion. Ein Zielfernrohr nehmen wir doch mal mit. Und bewegen uns mit der zweiten Aktion in Sicherheit. Sind eingetroffen. Sie werden nervös. Jetzt weiß ich, dass wir hier richtig sind. Oh,
Und ihr seht, Autofeuer hat uns schon mal einen weggemacht hier. Gut gemacht. Ziehen Sie sich zu unserer Position zurück. Verschwindet! Ich halte Sie auf! Und mit der anderen Aktion schauen wir mal, ob wir den erwischen. Andere hätte nur 1% weniger. Nee, wir gehen auf den ersten. Los geht's. Leider daneben. Kümmere mich um die Tür. Sie sollten die Sicherheitsprotokolle der Tür leicht umgehen können. Sie haben nie damit gerechnet, dass hier jemand so nahe kommt. So, und wir sehen hier unten blitzt die 4 mit so einem Scan-Zeichen auf. Alle Soldaten können bestimmte Computer, verschlossene Türen und einige andere Objekte hacken, um sich Zugang zu verschaffen und temporäre Bonis zu erhalten. Dann klicken wir nochmal hier auf Hacken. Natürlich die Tür und bestätigen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeiten, eben zusätzliche Hackbelohnungen auszuwählen. Wir sehen die prozentuale Chance, diese zu erreichen. Die Tür öffnen ist schon mal garantiert. Wir wählen die 6%. Soldat erhält sofortige Verborgenheit und Hacken. Weit gefehlt mit dem Bonus. Aber die Tür ist offen. Wir sind drin. Gut, gehen wir. Rücken vor zum Paket. Hoffentlich waren unsere Informationen richtig. Wir sind hier richtig. Sind Sie sicher? Ja. Da scheint eine Zugangskonsole zu sein. Wenn Sie mir einen besseren Blick darauf verschaffen, kann ich... Nächstes Mal. Nichts wie raus hier. Soldaten können bewusstlose Tote oder verblutende Einheiten tragen. So kann ein Soldat einen gefallenen Kameraden bergen. Das machen wir jetzt auch mal. Das wäre hier die 3, die aufblitzt. Auf der Tastatur oder mit der Maus eben dieses Aufhebezeichen. Einheiten tragen bestätigen. Das gesamte Advent-Sicherheitsnetz ist alarmiert. Firebrand ist in der Nähe zur Evakuierung, aber es heißt jetzt oder nie, Central. Verstanden. Sind in Bewegung. Und die Gegner sind dran. Passiert automatisch, wenn alle APs verbraucht sind, alle Aktionen von Soldaten. Nein! Central! Crusher 1 ist am Boden. Sie müssen da raus. Wir brauchen einen anderen Ausgang. Sofort! Wird erledigt. Jo. Granaten sind nicht so tödlich wie Schusswaffen, können dafür aber mehrere Einheiten gleichzeitig treffen und die Deckungen und Wände zerstören. Und das brauchen wir hier, weil wir die Tür aufhaben wollen und die können wir anscheinend nicht hacken. Also. Granate werfen. 4. Jo. Machen wir mal. Werfe Granate! Die Tür ist offen, würde ich sagen. Das sollte reichen. Fast geschafft, Konzentration. Central soll da mit dem Kollegen hier schon mal raus, den er hier rescued, gerettet hat. Erfahren wir nachher auch gleich noch, wer das ist. Den XCOM-Einspielern kommt er bestimmt bekannt vor. Sie sind direkt hinter uns. Daneben. Viel zu knapp. Firebrand, hier Gatecrasher. Brauchen sofortige Evakuierung. Holen Sie uns hier raus. Evakuierung Anforderung.
Wähle das Skyranger-Rufensymbol oder drücke P, um eine Evakuierungszone zu platzieren. Wähle einen Zielbereich und bestätige die Platzierung mit der linken Maustaste. Auch wir kriegen ein Signal gelegt, wie schon das Rote bei den Gegnern zuvor. In Bewegung bleiben! Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen! So, Central bewegt sich schon mal in den Evakuierungskreis. Wir kommen zurück! Mit unserer geretteten Geisel. Eine Einheit innerhalb der Evakuierungszone kann die Evakuierungsfähigkeit aktivieren, um sich sicher aus dem Kampf zurückzuziehen. Das ist der Hubschrauber da oben, der grüne, Skyranger rufen oder die Taste P. Das war knapp. Was war das denn? Interessant. Hier mit Jahrzehnten der Atrophie zu tun. Wir brauchen mehr Zeit. Ich stimme zu. Aber nach jetzigem Stand verlieren wir den Patienten, wenn wir nicht sofort mit der Entfernung beginnen. Sind bereit. Gut. Legen wir los. Erstaunlich. Genau wie vor 20 Jahren. Wir nannten es damals noch Krieg. Wir wussten nicht, was auf uns zukam. Reaktion von der Hirnrinde. Gut. Dringe jetzt in den Schädel ein. Ich habe die Verbindung identifiziert. Bereite jetzt den letzten Schnitt vor. Die Werte spielen völlig verrückt. Das war doch klar. Die Implantate sind nicht zur Entfernung gedacht. Wir riskieren schwere... Es gibt keinen Plan B. Tun Sie es! Normal. Vitalwerte stabil. OP beendet. Ich wusste, dass Sie nicht so leicht unterzukriegen sind. Willkommen zurück, Commander. Schön, dass Sie langsam aufwachen. Allerdings beneide ich Sie nicht um die Kopfschmerzen. Dr. Teigen trifft keine Schuld. Besonders, weil noch niemand sowas vorher versucht hat. Ruhig, wir sind immer noch nicht sicher, was die mit Ihnen gemacht haben. Der Chip war tief in Ihrem Schädel. Ich habe auf der Suche nach Ihnen viele gute Soldaten verloren. Hätte die Hoffnung fast aufgegeben, ich habe sofort auf die Informationen reagiert. Ich weiß nicht, woran Sie sich erinnern, aber... Es hat sich viel verändert. Ich habe mein Bestes gegeben. Die letzten 20 Jahre waren hart ohne Sie. Wenn Sie Informationen brauchen, Shane hat das Archiv auf Ihr Terminal geladen. Ansonsten gehen Sie zu Dr. Teigen, wenn Sie bereit sind. Es gibt Dinge, die Sie wissen sollten. Er kann das besser erklären als ich. Es ist verdammt gut, Sie wiederzuhaben, Commander.
Ja, und da sind wir zurück im Commander-Hauptquartier. Zum Forschungslabor. Und werden schon ins Forschungslabor gerufen. Da geht es nämlich gleich weiter mit den Informationen. Das schauen wir uns mal an. Beeindruckend, nicht wahr? Er kann unglaublich viel Energie erzeugen. Und er ist für Menschen völlig harmlos. Wenn man das nur auch vom Rest der Alien-Technologie behaupten könnte. Commander, Dr. Richard Tigan, Wissenschaftsoffizier. Ich bin für unsere gesamte Forschung hier verantwortlich. Und auch für die Operation, die Sie kürzlich durchgemacht haben. Das ist mein Labor, wenn man so will. Ich weiß nicht, was Central Ihnen gesagt hat, aber wir fanden etwas, als wir Sie aus dem Alien-Stasis-Anzug holten. Ein Gerät, das in Ihren Okzipitallappen implantiert war. Wenn ich Zugang zur Ausstattung hätte, die mir während meiner Zeit bei Advent zur Verfügung stand, wüsste ich bereits, wie es genau funktioniert. Aber mit etwas Zeit und Ihrer Zustimmung, Commander, werde ich es herausfinden. Was mich gleich zu einem weiteren Punkt bringt. Auch wenn Teile dieser Einrichtung echt beeindruckend sind, bin ich nur ein Mann. Mit zusätzlichem Personal und mehr Ressourcen könnte ich das Tempo unserer Forschungen erheblich beschleunigen. Bis dann, Commander. Commander, auf Ihren Befehl werde ich den Advent-Chip nach möglichen Erkenntnissen bezüglich seiner Funktion erforschen. Da wir noch nicht weiter wissen, wie wir vorangehen, machen wir das jetzt auch gleich mal. Sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Dauert immer ein bisschen. Diese Forschung wird Teugen eine Weile beschäftigen. In der Zwischenzeit sollten Sie der Waffenkammer einen Besuch abstatten. Commander, Jane Kelly hatte großen Anteil am Einsatz zu ihrer Befreiung. Sie hat ausreichend Erfahrung für eine Beförderung gesammelt. Darum sollten wir uns jetzt gleich kümmern. Ja, und das tun wir auch. Soldat befördern. Und sie bekommt jetzt eine neue Zusatzfähigkeit. Der Ranger ist unsere wichtigste Aufklärungseinheit. Er kann sich unabhängig in Verborgenheit bewegen und Gegner im Nahkampf angreifen. Stimmt, sehr wichtige Einheit. Wird spannend. Weitermachen. Das war ein guter Start. Unsere Truppen werden immer stärker, je mehr Erfahrung sie sammeln. So. Commander, auf die Brücke. Und wir werden zur Brücke beordert. Ich habe Sie gehört, Shan. Wenn wir das Ding kriegen, erfahren Sie es zuerst. Nicht autorisierte Präsenz entdeckt. Commander, einen Moment bitte. Echelon-Protokoll ausführen. Achtung, Wechsel des Kommandos bestätigt. Ich wünschte, es wäre ein wenig feierlicher, aber wir haben es geschafft. Eine lokale Widerstandszelle hat diesen Hybrid-Magnet-Energiewandler ausfindig gemacht, den Shen unbedingt haben will. Sie haben das Gerät zu einem Advent-Konvoi in der Nähe zurückverfolgt und versuchen einen Angriff. Wenn wir diesen Wandler heil hierher schaffen, könnten wir hier alles zum Laufen bringen und den Aliens endlich einen richtigen Krieg bieten. Ein Trupp ist bereit und kann auf Ihren Befehl loslegen, Commander. Geben Sie einfach den Befehl. Ja, das könnte man jetzt natürlich sofort tun. Allerdings sind wir jetzt über die Zeit der Folge so ein bisschen schon hinausgeschritten. Deswegen würde ich sagen, liebe Leute, wenn ihr wirklich Lust habt auf XCOM 2, auf ein fettes Let's Play mit mir zusammen, Dangerous LP, dann gebt mir doch einfach ganz kurz in den Kommentaren Bescheid und wir nehmen das Spiel in die fixe Let's Play-Liste auf. Somit vielen Dank fürs Gucken unseres Let's Shows, XCOM 2, Urzockt ist. Und ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal XCOM 2 in einem Let's Play begrüßen zu dürfen. Gebt mir einfach kurzes Feedback. Bis bald, euer Dangerous LP.